Wow, wow, wow. Gentlemen. Bist du narrisch? Despacito. Tu cuerpo despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Die beiden Herrschaften sind Waterboys unserer Kampfmannschaft und junge Vikingspieler. U13, Max, U15, Kevin. Erklärt mal, was macht ihr denn so am Game Day? Also Waterboys sind meistens 3 Stunden vor Kickoff auf der Hohen Warte und sorgen dafür, dass die Spieler immer beim Match und vor dem Match genügend Wasser und Essen haben. Ja, und sonst laufen wir immer hin und her in die Kabinen, außerhalb der Kabine und füllen immer das Wasser auf. Wie zeitintensiv ist es, ein Waterboy zu sein? Naja, das Waterboy-Sein beansprucht meist einfach das ganze Wochenende der Matches, Samstag, Sonntag. Aber ihr macht das gerne? Ja. Weil? Es macht erstens Spaß und es ist cool, so nah bei den Spielern zu sein. Habt ihr Vorbilder in der Mannschaft? Ja. Alle. Welche denn? Bestimmte? Mein Papa. Der Papa. Ja. Die wenigen, die nicht wissen sollen, wer der Papa ist, das ist der Florian Grünstein. Der Papa spielt selber Football. Siehst du, jetzt kann ich dich gleich fragen, wo hat er denn den strengeren Blick? Am Spielfeld oder wenn er zu Hause der Papa ist? Er hat nie einen strengeren Blick. Wirklich? Ja. Seid ihr so brav, dass er nie streng schauen muss? Nein, aber er ist selber auch nicht immer brav. Also. Kevin, dein Papa hat früher auch selber Football gespielt und ja, ist jetzt Coach. Unter anderem der Headcoach von der U11. Ja. Ist der Papa Dietrich Strenger oder der Coach Dietrich Strenger? Puh. Also beim Training ist er vielleicht ein bisschen anstrengender als beim Zuhause. Okay. Also zu Hause ist er auch anstrengend. Wollen wir mal ein Lied trillern? Are you ready? Okay. Young money, young money, young money, young money, young money. There are always 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all the night. Jetzt hat die Saison für unsere Nachwuchsmannschaften begonnen. Ich kann nur sagen, Gratulation. U13 hat gewonnen, U15 hat gewonnen. Wie war so das erste Spiel? Was habt ihr für Eindrücke gehabt? Also es war ziemlich, ziemlich knapp. Aber am Ende haben wir es dann doch noch herumreißen können. U13, ihr habt, glaube ich, 42 zu 38 gewonnen gegen die Dragons. Ja, das Stadtrivalen. Das heißt sehr viel. Es heißt sehr viel. Und die U15 hat gespielt gegen die Raiders. Großer Name auf der Ravelin. Wie war euer Spiel, Kevin? Auch sehr gut. Man hat gesehen, dass die Raiders stärker und besser geworden sind. Ja. Als letztes Mal. Und wir waren stärker. Und ihr habt eigentlich vom Score her sehr, sehr eindeutig gewonnen. Ja. Max, ich sehe, du hast eine Gipshand. Magst du uns erzählen, wie das passiert ist? Also am Camp in Wagrain, also ja, ein Footballcamp in der letzten Ferienwoche. Und da hatten wir einen Drill. Und da bin ich halt hingeflogen mit einem anderen und der ist auf mein Handgelenk draufgeflogen. Und dann Doppelbruch. Ja, Austrian Ball. Austrian Ball. War schon cool, oder? Sehr. Okay. Der Kevin hat das Spiel versäumt, aber erzähl uns, warum du das Spiel versäumt hast. Ich war in New York 3 Wochen Kevin und war beim New York Giants Camp für eine Woche. Aber ich war brav und hab das ganze Match online verfolgt. Trotz der Zeitverschiebung, ja, früh aufgestanden, im Livestream verfolgt und mitgefiebert, oder? Ja.
Aber wir müssen eines sagen, und das freuen wir uns ja sehr, du warst der einzige Europäer, der beim New York Giants Camp zugelassen war. Mhm. Wie war es dort? Geil. Aber du hast, bist ganz mutig mit dem Vikings-Level dort gewesen, mhm, beim Giants Camp. Du hast keine Schimpfe gekriegt. Haben sich gefreut. Haben gefragt, wie es bei uns so beim Training ist. Ja, representing the Vikings. Genau. Sehr gut. Wie war dein Sommer, Max? Super, bis auf den anderen Gips, den ich gekauft habe. Hast du noch einen Gips gehabt? Ja, ich hatte jetzt schon 3 innerhalb von einem halben Jahr. Na, jetzt reicht's dann. Ja. Wir wissen ja, das beste Video, Hauptstadt-Drive-mäßig, war ja, glaube ich, bisher mit Tony und Precious. Ich glaube, Tony und Precious hatten die meisten Aufrufe. Ich glaube, wir stehen momentan bei 11.000 oder so. Wenn unser Video... Wenn euer Video es schafft, mehr als Tony und Precious, dann kriegst du einen Gürtel von mir. Passt. Max ist Zeuge. Bring mich nicht nur... Okay, warte. Tür zu! Sonst fahren wir gleich wieder los.